myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. So, hallo meine kleinen Freunde. Willkommen zurück. Wir spielen Max Payne. Immer noch mit unserer geilen goldenen Waffe, mit einer Flasche Wasser oder so vorne dran. Wobei ich mich wirklich frage, wie das Wasser da nicht reinläuft. Und wenn es leer ist, wie dämpft es dann? Keine Ahnung. Egal. So, was gibt's hier so? Wir sind jetzt in diesem Hotel Imperial Bravatore Provisione. Und sollen hier aufräumen. Wir sind ein Reinigungsservice. Und ja, die Menschen hier sind dreckig. Die waschen sich nie. Die müssen wir halt aufräumen und ein bisschen sauber machen. Und das Wasser in der Pistole, das ist halt dafür da, die sauber zu machen, weißt? Wir schießen dann Wasser auf die, nicht Kugeln. Das ist eigentlich der Sinn. Wir hatten keine Wasserpistole mehr. Und der Sinn ist halt, dass wir schießen und Wasser auf die kommt, damit die sauber werden. So. Da guck, die zum Beispiel, die sind mega dreckig, voll mit Blut. Die können wir doch nicht so lassen, weißt? Die werden sonst krank oder so, das geht ja mal gar nicht. Also bitte, die Armen. Guck, und da läuft kein Wasser aus diesen Hähnen hier. Das kann ich vergessen. Wir machen das halt alles in so einer Art Überraschung. Wisst ihr, was ich meine? Also wir, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, wir waschen euch jetzt, sondern wir überraschen die. Die schauen gerade so nicht hin und dann spritzen wir so Wasser auf die und dann finden die das so lustig und werden sauber. Also zumindest ist das der Plan. Wahre Untersuchung. Those guys wheeled their trash out on stretchers or something was seriously wrong here. So. Ja, ich glaube, der hat... Ich kann kein Englisch. Ich hab's verlernt. Ich glaube, der hat gesagt, das ist hier sehr dreckig und wir müssen diese Leute jetzt echt mega schnell säubern, weil die sonst schnell krank werden. Das will er nicht, das will Max nicht. Professioneller Reinigungsspezialist. So. Oh. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. Ja, wobei ich mich frage, wie das dir die Kraft gibt. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nee. Lol, man hört es ja gar nicht. Krass. So, Filmsequenz. Müssen die nass spritzen. Ganz leise. The Imperial Palace Hotel was a five-star bonafide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bagload. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hört, aber ich höre nichts. Nichts. Mach mal lauter. Also ich meine, die Musik, die ist schon immer übel laut, die ganze Zeit. Deswegen bin ich in meinen Folgen auch immer... Was passiert hier? Deswegen bin ich in meinen Folgen auch immer so scheiß verkackt leise. Eigentlich bin ich gar nicht leise. Eigentlich rede ich so ganz normal und ganz cool und so. Sogar manchmal laut, oder? Aber die Musik, die ist einfach immer lauter wie ich. So zufällig. Leise. Ich versuche jetzt mal beide gleichzeitig zu bespritzen. Hat sich jetzt falsch angehört. Oh, warte, das wird cool. Fuck. Aus Versehen. Hier. Sein Gesicht war dreckig. Es war echt dreckig. Ich kann da nichts dafür. Das ist eine größere Wasserpistole. Da sieht man das Wasser nicht. Es ist versteckt. Es ist unsichtbares Wasser. Ah. Lol. Raketenwerfer. Krass. Es ist dann ein Wasserbombenwerfer. Mein Freund, du bist sehr dreckig. So. Ich bleib jetzt mal erstmal liegen, weil es voll die coole Pose ist. Yo.
Das ist natürlich cooler. Yeah, hey, schau dir die Beine an. der chillt einfach sein Leben. So. Oh, wir haben keine Munition mehr. Gut. Ist eigentlich nicht gut, aber ist gut. Dann laufen wir mal weiter. Was gibt's hier? Guck, ich sag doch, die Badewannen sind kaputt. Die können nicht duschen. Da. Die sind so arm, dass sie in der Badewanne kacken. Und dann ist da die Klopapierrolle. Ach so, das ist so ein Seifenhalter. Das sah aus wie so eine Klopapierrolle. Ja, aber ihr seht, der Seifenhalter ist leer. Die können sich gar nicht waschen. Und mein Wasser, was ich denen aufspritze, das ist mit Seife. Spezieller, extra sauberer Seife. So. Gucken, und die schreien, weil das ätzt. Das ätzt. Das Wasser ätzt den Dreck weg. Weißt du, das ist so voll hart am Anfang. So voll weg. Alter, komm raus jetzt. Komm. Komm jetzt bitte. Hey, hey. Oh. Hä? Ach, komm jetzt. Komm raus. Komm raus. Der wird nicht rauskommen. Der ist zum Beispiel einer, der scheut sich für Wasser. Die muss man dann so nass machen. So, was gibt's hier so? Der Sessel. Guck mal, wie dreckig. Unnormal. Also ich als Reinigungsspezialist mag sowas gar nicht. Ich kann es auch gar nicht anschauen. Ah. Ja, sehe ich ein bisschen spät. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht gibt es hier eine Waffe. Ja. Schade. Wer hat da auf mich geschossen? Ich bin noch ganz sauber. Du musst gar nicht auf mich schießen. So. Ja, was ist das? Kann ich das untersuchen? Ich muss doch irgendwas untersuchen können. Den Typen. Gucken, die sind jetzt ohnmächtig. Ohnmächtig, weil die keine Kraft mehr haben. Der Dreck. Den Dreck wegzumachen. Das kostet viel Energie. Warum ist der gerade so langsam gelaufen, wenn die Tür gar nicht aufgeht? Ach so. Gut. Jetzt geht die Tür auf. So. Da war, glaube ich, einer. Kann es sein? Da war niemand. Alles weg. Alle Leute tot. Hallo, mein Freund. Wo bist du? Bist du hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Vielleicht bist du auch hier. Da leuchtet er was. Aber er war halt wirklich da. Kamerafan. 250 Bulletcams angesehen. Ja, ich glaube, viele davon waren nicht freiwillig. Natürlich meine ich, alle sind freiwillig gewesen. Worauf ich den allen ausweiche. Hey! Oh, 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 oh. No, 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 no. Ach, Scheiße. What? So, währenddessen kurz mal Pillen nehmen. Und dann springen wir hier runter. Ja! Man kann da halt wirklich runterspringen. No. 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 Aua. Hey! Warum schießen die denn? Aua, 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 hey, hey. Aua, hab ich gesagt. Hört ihr das nicht? Himmelherrgott, diese Sadu. Sadomasochisten. Das ist ein Sado. Hey, wie nennt man das nochmal? Sadisten, sorry. Und Masochisten. In einem. Beides gleichzeitig. Hey, wie komme ich da hoch? Warte, vielleicht wenn ich renne. Oder E. Ah, echt E. Ja. Gib mir wieder meine Waffe zurück. Du hast keine Lampe, da sehe ich den Dreck nicht. Hier ist bestimmt was, hier ist bestimmt. Hier ist bestimmt. Achso, ich muss ja E drücken. Ja. Aha. Warte, bevor ich... Ah. Passos ID Card. Lol.
Jawohl. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Ach so. So, was gibt's hier so? Schauen wir mal. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Interessant. So, jetzt gehen wir weiter. Oh! Das ist aber nicht sehr höflich. Das ist aber nicht sehr höflich, mein Freund. Ja, okay, wie hat der denn gesehen? Das ist so mega unrealistisch. Wartet! Hier, jetzt. Bleiben wir erstmal stehen, schauen, was passiert. Ah. Ja. Also ich fand's schön. Oh, ist es eine. Ist es eine Thompson? Oder wie heißt die? Tommy Gun. Keine Ahnung. Doch, irgendwie Thompson oder so hieß der Scheiß. Ich kenne das noch von Call of Duty 2 oder so. Keine Ahnung. Auch wenn wir jetzt keine Lampe haben, passt schon. Irgendwas mit T auf jeden Fall. Oder Tom oder Tommy oder Tommy Gun oder Thompson. Vielleicht auch beides. Vielleicht ist Tommy Gun nur Spitzname für die Waffe. This thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Okay, psst. Ich höre Schritte. Oder ein Herzschlag oder sowas. Jemand, der rennt. Ich glaube, jemand rennt an der Stelle. Da, diese Waffe. Was ist das für ein Geräusch? Warte. Ruhig. Okay. Clear. Go, go, go. Hey, nein. Wechsel zurück, bitte. Penner, ich wusste es. Ufe. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Yeah, leg einfach die Waffe. Clearly in bed with the crush of Prado. Now we just have to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. Achtung. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Uh-oh. Uh-oh. Alles sind normale Menschen. Ich dachte gerade, es wären Zombies, weil die so irgendwie so Wunden am Kopf haben. Serrano, he looked pathetic. Oh Lord. Defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Krass, vielleicht kann ich mich umdrehen und den killen. Oder? Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. Ja, was soll ich schon machen? Den ganzen Laden sprengen, oder was? Also, ich merke es nicht. To push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Macht er das auch? Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Eine schöne neue Waffe. Die hat meine Thompson, Tommy Gun. Mein Tom, nenne ich ihn einfach mal Tom. Ja genau, ihr habt mich doch gar nicht gesehen, halt. Was soll der Scheiß? Verreckt, bleib du da liegen. Hier, gib her. Versteck dich. Die Waffe reicht. Reicht soweit. Schon zwei Muni. Yeah. Und die. Also mit der letzten habe ich den noch gekillt. Und seine Granate ist nicht explodiert. Also doppelt gemoppelt. Entschuldigung. Was hast du für eine Mutter? Was hat die dir für Manieren beigebracht? Bitte.
gehe jetzt erstmal schwimmen. So, und das ist das ganze einzige Wasser in diesem Haus. In diesem ganzen Gebäude. Und die Leute kommen halt immer hierher und duschen. Aber das können nur die Reichen hier. Die Armen können es, die dürfen gar nicht. Und hier haben die früher Tennis gespielt. Jetzt machen die es nicht mehr. Ich dachte gerade, das geht durch den durch und killt den anderen. Das wäre so nice, Mann. Das wäre so nice. Bleib liegen. No. No. So. Oh. Himmel, Herrgott. Hey. Hey, Friend. Ich sehe den roten, weißen Punkt nicht. Der hat eine Granate geworfen. Ich weiß aber nicht, wohin. So, dahin wahrscheinlich. Ich will auch eigentlich eine Granate haben. Oh lol. Ey. Boah, das sind voll viele. Schnell, hier gibt es bestimmt noch irgendwie goldene Waffe oder Pille oder beides. Oder nichts. Also nichts wäre mir am liebsten. Hallo? Ziel mal. Was ist das denn? Ich sehe das Teil nicht. Hä? Was? Na jetzt. So. Da ist auch noch einer irgendwo. Ah, ich dachte gerade, ich treffe. This was hell on seine Earth. Waffe. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Okay. Ach, guck mal, mit E kann ich auch rüber laufen, springen, rüberhopsen. Statt immer so zu machen. Jedes Mal. Wir haben einfach das ganze Let's Play so gespielt. Weil ich dachte, es geht nicht anders. Das ist eigentlich ziemlich dumm, dass ich sowas denke. Weil es ist ein schon riesiges Spiel und wenn die sowas nicht haben, dann wer hat es dann? Also bitte. Wieder die hässliche Waffe rausholen. Geil. Der ist Metzger, der Typ. Oh lol. What have you been doing? What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. Was ist das für eine Missgeburt? I do important research. Please. Caralho! Oh, lol. Caralho! Espera. Espera, eu posso explicar tudo. Tudinho. Der hat das, glaube ich, seinen Freunden angetan. Oder seiner Familie oder so. Ich überlasse ihn dir, mein Freund. Pelo amor de Deus. Por favor, não tu, was du nicht lassen kannst. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, Toto? Nein, nicht an den Hals. Ich hätte den so ganz langsam die Brust aufgeschlitzt. Dann mit der Säge hätte ich ihm seine Brust, während er lebt, noch aufgesägt. Dann hätte ich ihm lebend das Herz rausgerissen. Dann wollen wir mal sehen, ob der das nochmal macht. Dieser kleine Wichser. Nur mal wieder meine andere Waffe. Even I could guess what Demo Lisao meant. That building was condemned in more ways than one. Ja. Oh, geil. Ich kleiner Psychopath. Aber ich meine, wer würde das nicht machen? Wenn der dort einfach Organhandel betreibt und Menschen tötet und die Organe dann verkauft. Achso, dazu habe ich mal einen lustigen Fakt, der eigentlich gar nicht lustig ist. Ein There had to be something I wasn't seeing. Auf dem Organ-Schwarzmarkt gibt's, also da gibt's so Preise, so
Durchschnittspreise für, keine Ahnung, eine Niere oder sowas. Und, also ich weiß jetzt nicht mehr, was alles kostet, aber ich weiß, dass ein Quadratmeter Haut 800 Euro oder so kostet. Also man kann sich Menschenhaut bestellen. Also bestellen als kaufen. Aber es wird mit Quadratmeter ausgerechnet. Das ist voll hart. Irgendwie 800 oder 8000, was weiß ich, irgendwie sowas. Oder 80 Euro? Nee, weiß ich nicht. So billiger als Parkett. Ja, Schatz, was machen wir denn ins Wohnzimmer für den Boden? Ja, also, wir haben ja nicht so viel Geld und ich würde sagen, wir machen da... ja, Menschenhaut auf dem Boden. Ja, Schatz, aber Menschenhaut ist nicht schön. Ja, aber Schatz, wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen das machen. Okay. Ja, aber welche Hautfarbe wird es dann? Ja, ich dachte so an Eichenbraun. Okay, ich hör auf. Ich suche hier nach Waffen, aber ich finde hier nichts. Ich laufe gerade die ganze Zeit im Kreis hin und her. Aber hier muss irgendwas sein. Es kann nicht sein. Weißt, hier geht's weiter. Ich weiß, ich hab's gecheckt, Spiel. Aber irgendwas muss hier doch sein, oder? Ah, lol. Ich kann da sogar hoch. Vielleicht kann ich auch hier hoch. Nee. Schade. Warte, es kann nicht sein, dass hier nichts ist. Es kann einfach nicht sein. It's not possible. Impossible. So. Hier muss irgendwas sein. Bitte. Bitte. Wenn ich das jetzt irgendwie übersehe oder so, dann bringe ich mich um. Dann bringe ich mich einfach um. Und dann habt ihr was davon. Guck. Ich hab doch gesagt, da ist was. So. FMP G3S. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Geile Waffen. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. Hab ich doch so gesagt. I decided to put some of their C4 to good use. Am besten auf tragende Stützen anbringen. Im untersten Stock oder sowas. Bitte. Bitte, im Obersten bringt's doch gar nichts. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob der im Obersten ist. Ich weiß gar nicht, im wievielten Stock der ist. Jetzt kriegen wir Besuch, jede Wette. Auf einmal so, wir haben das platziert und die so, hä? Der hat was platziert, ich hab's gemerkt. So. Paradigmilitz, wow. Ja, mach. Schau nicht immer so. Wenn er nicht so schauen würde, wäre er vor 15 Stunden fertig gewesen. Herr im Himmel. Herr mit Pimmel. So. Sorry. I've seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. Guck mal, wieder die ganze Zeit hin und her schon. More of the rats come out of their holes. Oh, oh. Wie viele müssen wir denn platzieren? 4, ja, komm, 4, scheißegal. Easy, easy kaputt. So, verstecken wir uns kurz. Wir benutzen diese Waffe. So, 3 Stück sind nebeneinander. 2 Stück sind nebeneinander. Einer ist nebeneinander. Ach komm schon. Ich muss sie doch irgendwie alle gleichzeitig kriegen. So, ich brauche einen Frame. Ich dachte gerade, die haben mich gesehen. Also. Ein, jetzt, jetzt. Oh nein, ich dachte, ich habe Zeit. 3 tot, einer fehlt. So. So. 6. Fertig. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Ja, komm jetzt. Kleb? Oder klebt schon jetzt? Ups. Irgendwo fehlt. Hä? War es das jetzt? Nicht hier noch eins. Oder. Ah, der klebt auch schon. Hä? Warte, 1, 2, 3. Es sind nur 3. Also. Kann ich jetzt hier hoch? Oder? Warte, vielleicht gibt es da drin hier noch was. Ja, fresse jetzt. Meine Fresse. Herr im Himmel, ach dieses Gate.
Also ich will ja nichts sagen, aber diese Laser sehen gefährlich aus. Ich sehe nicht, woher die kommen. Ich sehe nicht, wo da drin. Ja, genau. Jetzt ist. Jetzt auf einmal sind die da. Ist das jetzt bestimmt golden? Nee. Hä? What the? What the? Ja, genau, der lebt noch. Was? Ihr habt doch. Man hat doch die Wunde in seiner Fresse gesehen. Verpiss dich jetzt, okay? Und du auch. Okay? Gut, Leute. Und du auch. So. Ja, ich versuche jetzt zu no-scope. Ich glaube, in diesem Spiel geht's schlecht, aber ich kann's. Ich kann's. Ja, die wissen, dass ich's kann, deswegen sind die jetzt nicht mehr hier. Ich laufe mit der Sniper rum, mir egal. So, hier auch eins an. Okay, ich laufe nicht mit der Sniper, oder doch? Arm. Ich sag doch noch, Scott. Warte. Nein. Oh, lol. Okay, okay. Fast, es hat fast geklappt. Schnell, steh auf, Mann. Was machst du denn? Alter. Was wollt ihr? Ha? Woher kommt der? Ist hier noch jemand? Bitte nicht. Ist da wer? No! Verrät! Ich sterbe gleich. Scheiße, jetzt kommt wieder dieser ganze Kack mit dem Snipen. Schade, warte. Okay, dann halt nicht. Alter! Bitte, Mann. Hey, das war's doch, was? Hoffentlich fällt er runter. Hoffentlich fällt er runter, warte. Ah, nee. Warte, dem. Hoffentlich fällt der runter. Oh ja, geil. So, und während der sich wundert, was mit seinem Bein los ist. Und der wundert sich gar nicht. So, den juckt's gar nicht. Der so Bein, hä, das brauche ich gar nicht. Ich hab mir jetzt meine Waffe zurück und jetzt gehen wir weiter. So. Wahrscheinlich wieder zwei von hier oder so. Aber bevor die kommen, mache ich hier aber drei. Warte. Wasser! 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 Nein, das war Nossa, egal. So. Sprengstoff. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Ja, hat er sich gerade selbst unterbrochen? Ja, genau. Auf ein. Alter, was ist das denn? Warum hat er eigentlich wieder diese Waffe gekriegt? Achso, der hat da auch. Müsste noch leben. Alter, warum trifft der mich und ich treffe den nicht? Okay, ich nehme es zurück. Ich habe gar nicht gecheckt, wie ich den getroffen habe. Es kommen wahrscheinlich wieder vier. Jedes Mal, wenn ich einen setze, kommen vier oder fünf Leute. So. Achso, doch. Ah. Jetzt kann ich die andere Waffe kurz.
Nee, bevor ich das mache, schaue ich mich erstmal um. Ist bestimmt noch irgendwo ein Waffenteil. Ach so, mir fällt gerade auf, wir haben die Zeit überschritten. Geld, also pass auf euch auf. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Es schien eine Schande, die Rest der C4 zu verschwenden. Ja, Max Spengler sagt auch gerade Tschüss.